vielleicht mache ich mal teilweise so 20 Minuten, dann wieder 15, was weiß ich. Je nachdem, wenn es mal langweilig ist oder wenn ich mal mehr Zeit habe, kann ich mal 20 Minuten machen für eine Aufnahme. Und dann die nächste Aufnahme halt wieder 15 oder so, mal sehen. Und Staffel 6 wird wahrscheinlich ja wieder ein bisschen länger gehen, nicht so kurz. Also nicht so kurz wie Staffel 5 und so. Das mache ich ja jetzt wirklich ganz schnell durch. Die habe ich ja wirklich in einem Monat oder so, in den Sommerferien halt. Versuche ich da halt durchzuknüppeln. Aber Staffel 6 wird dann für mich wieder zum Aufnehmen ein bisschen länger dauern. Also wahrscheinlich mehrere... Oh, was ist denn hier los? Mehrere Monate. Vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Und nächstes Jahr in den Sommerferien mache ich dann vielleicht sogar wieder weiter mit den mit der Staffel 1 Welt. Aber dann nur die Staffel 1 Welt vielleicht. Oder vielleicht noch... Vielleicht mache ich dann so, dass ich einfach ein paar mehr Welten nehme. Vielleicht nehme ich dann noch die Staffel 3 und Staffel 4 dazu. Dann auch nicht mal die Staffel 2, weil ich da einfach keine Ideen mehr habe. Das war eigentlich eine gute Idee. Dann kann man nämlich dann das Haus bauen. Und jetzt sammeln wir halt erstmal die Rohstoffe dazu. Weil ich irgendwie keine Ideen habe gerade momentan für das Haus. Was ich noch bauen wollte. Ja, zumindest haben wir halt eine Schmiede gebaut. Das ist schon mal was Schönes. Da haben wir schon mal was geschafft. Warum liegt denn der Gloucester noch überall drauf? Hatte ich den da vergessen oder so? Vor 1000 Jahren mal? Ich weiß nicht mehr. So, dann... Zack, zack. Ach, Kacke. Komm, lass ich da. Damit ich nicht in Versuchung komme, schnapp ich den mir auch noch. Den habe ich sogar gefangen. Ich mit meinen Fangkünsten. Und ich weiß noch, wie ich mich mal darüber gebaut habe und da fast gestorben wäre. Aber dann habe ich mich noch in den Game Mode 1 gerettet. Im Gegensatz zum Gameplay damals, wo ich es ja nicht geschafft habe. Das war übelst dumm, wo ich in Folge 203 oder so gestorben bin. Alter. Fand ich ja dann nicht so geil. Kann man sich ja vorstellen. Ach du Scheiße. Wer ist denn hier schon wieder in der Nähe? Ist hier wieder einer oben oder was? Dann komm mal runter hier. Ich hab da alles ausgelöscht, hab da extra drauf geachtet letztens. Hier ist nichts. Hier auch nicht, da auch nicht. Ja, dann kann es ja nur draußen sein. Obwohl wir jetzt schön viel Fackeln und so aufgestellt haben, ne? Oder unten, das geht auch. Ich kann ja mal gucken. Vielleicht ist es ja hier unten drin. Zu dunkel noch. Nee. Hä, wo könnten das da sein? Jetzt geht's. Na gut. Dann schlafen wir mal eine Runde. Ach ja. Und wir haben einen Wither-Skelett-Schädel. Da bin ich ja schon mal sehr froh drüber. Ich auf jeden Fall weg. Also sicher, hier vielleicht sogar hier oben. An ein Special Place. Und die vier Pilze, muss ich mal überlegen. Kommen sicher hier rein. Oder waren die hier? Nee. Gastränen habe ich auch noch gar nicht. Nether Quartz, das war glaube ich auch hier. Hm. So, das ist die Glücksspitzhacke. Die tausche ich mal aus. Ach Mist. Komm mal hier rein. So. Vielleicht hier vorne Essen hin. Und da hinten die Wiese. Sie sieht mir so abgegrast aus. Da werde ich einfach mal ein bisschen was hinsetzen. So ab hier. Das ist ganz cool. Das gefällt mir. Was willst du, hä?
So, mal sehen, wie viel wir da rauskriegen. Da bin ich ja mal gespannt. Wir haben hier zum Glück auch Effizienz drauf auf der Spitzhacke. Da dauert das nicht ganz so lange hier. Ich will ja nicht das schöne Gras und alles zerstören. Da mache ich nochmal nur bis hier. So, und ich mache ja auch gerade Rechtsklick gedrückt, weil ich nicht so viel mit Klicken nerven will in dem Video. Sieht dann natürlich ein bisschen hässlicher aus, weil man sich ständig verbaut. So. Bin ja mal gespannt, wie viel wir dann zusammenkriegen hier. Und noch ein Stack haben wir, stimmt. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, ich weiß, jetzt hört man wieder das Klicken, was ich gerade vermeiden wollte. Da sieht man mal den Unterschied, den tragenden. Alter, und wir leveln ja jetzt auch richtig gut, ne? Das ist geil. Wie sieht's mit der Rüstung aus? Geht noch. Ich würde sagen, dass wir die reparieren, bevor es zu spät ist. Also nicht, wenn die, wenn es dann zu viel Level kostet oder zu teuer sogar schon ist. War ja auch schon öfter mal so. Alter, wie schnell geht das bitte? Sind wir schon Level 20? Brauchen wir gerade mal 5 Blöcke abbauen, dann hat man schon ein Level mehr. Das ist richtig geil. So. Also das mit der Behutsamkeit im Nether erst abbauen und dann hier mit Glück, das ist einfach nur richtig geil. Da kann man nämlich leveln, wann man will. Und da kann man das hier stehen lassen und dann zwischendurch verzaubern und dann weitermachen. Das ist auch, das ist einfach nur das Beste, was man machen kann hier. Guck mal, ich könnte jetzt gleich mit Level 30 schon mir was verzaubern, wenn ich irgendwas hätte. Ich habe aber leider nichts. Können wir noch irgendwas verzaubern? Spitzhacke, Axt haben wir. Vielleicht eine neue Axt. Das ist ja lächerlich. Brauchen wir noch irgendwas? Vielleicht einen Bogen oder so? Bin ich gerade am überlegen. Eine Angel könnte ich mal verzaubern. Wir wollten ja nochmal angeln, haben wir in Staffel 2 auch nicht gemacht. Stattdessen sind wir irgendwo rumgelaufen und haben irgendwelche Scheiße fabriziert. Statt wir mal geangelt hätten. Das hatte ich mir vorgenommen für Staffel 2. Weil ich da genau wusste, dass ich vielleicht nicht so viele Ideen habe. Aber nee, gemacht haben wir natürlich mal wieder gar nichts. Wer hätte es gedacht? Dann nehme ich mir mal die Angel und angel mal. Nachdem wir die in den Zaubertisch gelegt haben. Glück des Meeres und Haltbarkeit, geil, das sind richtig gute Verzauberungen. Jetzt verzaubern wir schon Angeln, ey, überleg dir mal. Wird ja immer besser. So viel Level haben wir schon, die wir einfach rausschmeißen können. In Staffel 3 waren wir schon relativ produktiv, muss ich ja sagen. Weil ich auch die ganze Zeit das Ziel vor Augen hatte, wirklich den Enderdrachen zu killen. Was dann ja leider im Endeffekt nicht mehr so gut geklappt hat, aber das sei mal hingestellt. Wir haben schon coolen Stuff zurecht gemacht. Und haben dann ja dadurch durch den Enderdrachen dann alles verloren. Und das war halt mega scheiße, musste ich mal zurückcheaten. Und ja, ich denke mal, das ist schon längst Vergessenheit, in Vergessenheit geraten. Danach kam ja Staffel 4 und da wurde das vergessen, ne? So. Jetzt steigen sie natürlich wieder schneller an, die Level, aber gleich wird es wieder ein bisschen langsamer gehen. So ab Level 17 dauert es ja dann immer 3 Erfahrungskugeln oder 3 irgendwas länger. Ach so, Essen habe ich schon gesucht. Na, ess doch mal. So. Und da sind wir gleich durch. Durch unser großes Schlachtfeld an Nether-Quarz. Da können wir dann schöne Blöcke draus machen. Und es ist natürlich schade, dass wir da immer noch die Originaltexturen verwenden müssen. Bei diesen Sachen, aber es geht momentan leider nicht anders. Sorry dafür. Aber wir können jetzt richtig viele... Oh, das wird viel.
Richtig viele Blöcke können wir jetzt machen. Schade, dass man die nicht wieder zurückcraften kann. Falls wir mal einen Tageslichtsensor brauchen, könnte man dann nämlich auch mal die wieder zurückcraften, aber scheiß doch jetzt mal der Hund drauf. So. Ein paar Glowstones noch. Ein bisschen Glowstone Staub, Leder. Ne, Leder kommt ja oben hin. Ich muss das ja auch mal unbedingt wieder ein bisschen sortieren. Ja, komm erstmal hier rein. Und das Holz bleibt dabei. Nether Ziegel, toll. Habe ich einen einzigen. So, die Netherblöcke kommen hier hin. Die Angel, achso, habe ich hier das schon dabei. Okay, da angel ich mal eine Runde. Mal sehen, ob es uns was bringt. Haben auf jeden Fall Haltbarkeit auf der Angel, da kann man schön lange angeln. Und Glück des Meeres, das heißt, wir finden vielleicht viele Schätze. Wenn wir da noch Verlockung hätten, dann würde es nämlich schneller gehen, bis das nächste Item rausgefischt wird. Ich will nicht immer sagen, anbeißt, weil zum Beispiel, wenn wir verzauberte Bücher fischen, die beißen halt dann nicht unbedingt an. Ne? So. Ja, dann geht's mal hier wieder eine gemütliche Runde ans Angeln. Haben wir in Staffel 1 schon mal gemacht, in der Staffel 1 Welt. Also in Staffel 5, in Staffel 1, ich muss das immer so ein bisschen erklären. Weil wir halt immer die Welten wechseln in der Staffel und das ist ein bisschen blöd dann am Ende, aber... Tja, ist halt auch cool. Was macht denn die Kuh da eigentlich? Der trinkt fast. Keine Ahnung, warum die das nicht mal hinkriegen hier. In der Version, dass das immer so rumbackt mit den Tieren, wenn die schwimmen. Oder wenn die auf Seerosen stehen, ist es genauso. So, kommt mal jetzt was? Vielleicht mal ein schönes verzaubertes Buch? Ne, wieder nur sowas. So, vielleicht beißt ja auch mal einen Tintenfisch an. Die können übrigens wirklich anbeißen, aber... Das bringt dann nicht viel, die Angel einzuholen, dann holst du die nur ein bisschen ran. Wäre natürlich geil, wenn die dann als Item einfach rausfliegen würden, so ein Tintenfisch-Item einfach. Das wäre Roffel. Ein Kugelfisch. Das ist schon mal cool. Wieder schön mit dem Sonnenuntergang. Wir haben auch im Gameplay so ein Angelding, so eine Angelstelle. Aber irgendwie angel ich da nie. Wenn mir das einfach zu langweilig ist dann für euch. Und für mich irgendwie auch. Weil ich ja dann die ganze Zeit nur hier stehe und dumm nicht mal rede im Gameplay. Da mache ich ja gar nichts nebenbei. Da ist ja wirklich nur... Ja, wie gesagt, Gameplay, ne? Da weiß, was los ist, da sage ich nicht viel. Aber mir macht's immer noch Spaß, da ein bisschen zu zocken. Ich mache dann wahrscheinlich auch gleich eine Aufnahme noch. Nachher, scheiße! Zu früh. Ist richtig ärgerlich. Weil es so lange dauert immer. Jetzt aber. So. Der Fisch ist der einzige, der noch eine Textur hat. Da muss man übrigens im Texture Pack auch ein bisschen was umstellen. Nämlich früher hieß ja der Fisch einfach rawfish.png. Und heute heißt er irgendwie... Wie heißt er? Im Sprachpaket heißt er immer noch roher Fisch, aber irgendwie heißt er jetzt Lachs. Nee, Lachs war ja der. Das war Kugelfisch. Wie heißt denn der hier? Irgendwie, auf jeden Fall haben sie den umbenannt und deswegen muss man den dann auch im Texturenpaket umbenennen. Ist halt so. Und ich habe das dann gemacht und deswegen haben wir ja auch die Textur von Minecraft und nicht die Originaltextur, die da eigentlich immer ist, wenn man das Texture Pack einfach so von der 1.6 nimmt. Oder von der 1.4 eigentlich noch. Das Texture Pack hier ist übelst lächerlich. Nur 1000-mal gepatcht und so. Ich kann übrigens mal zeigen... Optionen, Ressourcenpakete hier, wie das heißt, MC Patcher Converted 64 und dann hinten dran an dem Titel steht dann auch nochmal MC Patcher Converted. Also schon zweimal konvertiert.
Weil man musste das ja bei 1,5 konvertieren, dann bei 1,6 nochmal. Und das ist halt übelst komisch. Und ja, deswegen habe ich mir auch übelst Mühe gemacht, damit ich das wieder hinkriege. Und jetzt haben wir es hier, damit wir wirklich wieder mit unseren schönen alten Texturen zocken können.